herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir was ganz Abgefahrenes vorstellen, meiner Ansicht nach. Auf die Idee wäre ich niemals gekommen, aber ein Freund von mir, vom Beruf eigentlich Triathlon-Trainer, hatte eine Idee und hat die, ohne dass ich da irgendwie involviert war, mit einem Kumpel umgesetzt. Und zwar hat er gesagt, es ist so bescheuert, dass man diese Plektren immer hier in die Seiten stecken muss oder halt irgendwie in den Mund nehmen oder und so weiter. Was wäre denn, wenn das Plektrum magnetisch wäre? Okay, wenn der mit der Idee zu mir gekommen wäre, hätte ich direkt gesagt, Plektrum magnetisch? Nee, die Pickups sind magnetisch und dann bleibst du ja an der Seite hängen. Das ist ja total bescheuert. Hätte also direkt gesagt, nee, lass es. Er hat es gemacht, ohne dass ich überhaupt davon wusste. Und jetzt guckt ihr das hier an. Ich blende dir wahrscheinlich noch ein größeres Bild ein. Das ist genau das Pick, was ich momentan verwende. Das ist ein Dunlop Flow 1,5 mm. Und da hat er einfach hier unten, das siehst du hier, ja, hat er ein Magnet. Hier siehst du es gut. Ja, da. Da hat er ein Magnet reingestanzt. Kumpel hat wohl so eine Maschine. Und da haben die den Magnet reingestanzt. Und wenn ich den jetzt hier nehme, bleibt der, ups, so, hier siehst du es, an meinem Vibrato, heute kein Schnaps, an meinem Vibrato einfach kleben. Und ich kann ihn ganz einfach wieder nehmen. Zack. Zack. An meinem XFX, der hier steht, pupp, bleibt er auch kleben. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Bild siehst, lass ich mal gucken, weil da ist der den Rand vom XFX, ja genau, doch, du siehst es hier. Hier. Da unten. Siehst du es? Kann es hier nehmen, zieht er dran stecken, zack, und wieder dran stecken. So, der hat dann eine Website auch gemacht, ganz easy, und die heißt Picks for Life. Und es funktioniert folgendermaßen. Wenn du Interesse daran hast, dass deine Picks auch magnetisch sind und du sie hier einfach an den Steg kleben kannst, das funktioniert nicht an jedem Steg, wenn die aus Aluminium sind, wie die von Strandberg zum Beispiel, funktioniert es nicht. An der Tele funktioniert es zum Beispiel hervorragend, da ist ja dieses komplette Ding hier aus Stahl und du kannst es hier einfach dran kleben. Ja, am Tremolo-Arm hält es übrigens auch. Das ist echt lustig. Am Mikroständer, probieren wir es mal aus, Mikroständer habe ich hier irgendwo. Ja! Hast du jetzt einen Klack im Mikro gehört? Da hält es auch. Ist eine absolut geniale Idee und viele werden sich fragen, ja Moment, das Ding ist magnetisch, hat das keinen Einfluss auf den Klang der Saiten? Nee. Der Magnet wird erst aktiv, wenn er 1 mm entfernt ist. Vorher passiert da überhaupt nichts. Und die haben auch viel mit Magnetstärken rumexperimentiert. Man kann sich auch den Magnet weiter nach hinten bauen lassen. Also die Position ist kein Problem. Einzige Sache, das Plektrum muss mindestens 1 mm dick sein. Genaueres steht auf der Website. Genau, und dann, wie funktioniert das, wenn du das auch haben willst? Du kontaktierst die, schickst denen einen Link von Thomann zu deinem Plektrum, also meins hat die Flow 1,5 mm momentan, es funktioniert auch mit den V-Picks, es funktioniert eigentlich mit allen Picks, die dicker oder gleich dick wie 1,0 mm sind. Und dann stanzen die dir das rein und verlangen dafür Betrag X, ich glaube es waren 2,90 Euro oder sowas und dann gibt es Mengenrabatte oder... Auf der Website gibt es dazu die Information. Es ist keine teure Sache. Und es ist zum Beispiel so, du brauchst ja von den Magnetpicks jetzt auch nicht 100, ja? Sondern die sind dafür da. Nehmen wir mal an, du spielst auf der Bühne, ja, mit einem normalen, ganz normalen Pick. Machen wir mal mit Sound hier. Mal kurz an. Und Plektrum fällt runter. Ja, weiter. Und es hält, ja? Das hält auch, wenn du am Tremolo was machst. Oh, zwei Schnaps, Entschuldigung. Ich trinke keine, es ist 8.49 Uhr morgens. Ich kriege heute Mittag ganz viel DHL-Lieferung, deswegen muss ich diesmal morgens die Videos drehen, auch wenn ich noch ein bisschen verschlafen aussehe. So. Also, ne, hier klebt es dran. Auf einer Tele kannst du 3 Stück hier reinkleben. Hat keinen Einfluss auf den Sound. Und kannst die einfach dir schnappen, wenn du sie dir brauchst. Oder halt an den Mikroständer dran mit Magnet. Und du brauchst nicht hier irgendwie Klebeband dran zu kleben, wie die ganzen 80s-Gitarristen, die dann irgendwie auf der dunklen Bühne irgendwie 20 neongelbe Plektren dran hatten, um dann immer eins zu holen, weil von dem Gaffer bleibt manchmal ein bisschen Klebstoff übrig und dann hast du irgendwie so ein Problem und bleibst hängen und so. Nein, mit Magneten nicht. Einfach
Picks for Life, Link findest du unten. Und das war ein kurzes Video, weil mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und ja, dir vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und tschüss.